Eigentlich sagt man, dass man über Geschmack streiten kann. Doch was das Samsung Galaxy S22 Ultra angeht, beziehungsweise das Design, darüber gibt es wohl eigentlich keine zwei Meinungen. Seht ihr das anders? Dann schauen wir uns mal gemeinsam die Rückseite des Samsung Galaxy S22 an. Mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück auf dem Smartphone-Blogger-Kanal und wie immer vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Heute dreht sich alles um das Samsung Galaxy S22 Ultra. Ja, auch wenn es sich noch ein bisschen hinziehen dürfte, bis das Gerät endlich vorgestellt wird, haben wir jetzt die ersten Bilder bekommen und das ist Grund genug, sich einmal die neue Designsprache von Samsung anzuschauen, die sie jetzt in der S22-Reihe bringen wollen. Und schauen wir uns mal erst die Rückseite an. Es gab schon vor einigen Wochen viele Bilder und man war sich nicht sicher, ob das Design wirklich so kommen soll. Doch jetzt ist es bestätigt, denn diese Bilder zeigen das wohl finale Gerät. Und was soll ich sagen? Es ist außergewöhnlich, aber irgendwie sagt es mir absolut nicht zu. Es wirkt wie Stacheln, die rausstehen und dahinter verbirgt sich dann jeweils nochmal die Kamera. Und irgendwie, es ist einfach nicht meins. Ich fordere immer wieder, dass die Hersteller einen neuen Weg gehen sollen, doch den man jetzt hier eingeschlagen hat auf der Rückseite, no way, das ist nicht meins. Seht ihr das übrigens anders? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob bei euch vielleicht ein Lover für die Rückseite des Samsung Galaxy S22 Ultra dabei sein sollte. Und wird das Smartphone rumgedreht, dann sehen wir die Front. Typisch hier, das Palmschul ist oben mittig verortet und wir haben wieder ein Curve-Design. Interessant wird es dann aber an der Unterseite des Smartphones, denn dort verbirgt sich auf der linken Seite der Einschub für, richtig, den S-Pen. Und damit hat sich das bestätigt, was viele vielleicht sich erwünscht oder erhofft hatten, denn das Ultra wird jetzt zur eierlegenden Wollmilchsau. Denn zum einen möchte man hier die bestmögliche Kamera anbieten, zum anderen möchte man aber die Produktivität der Kunden steigern. Und das funktioniert wohl mit dem S-Pen. Dieser ist dann im Smartphone eingelassen, kann dann bei Bedarf rausgezogen werden und damit kann das Smartphone natürlich weiter bedient werden. Interessant ist dabei aber auch, dass man eigentlich schon fast davon ausgegangen ist, dass die Foldable-Reihe die Note-Reihe ersetzen soll. Und das ist wohl nicht der Fall oder man baut vielleicht auf beide rein. Das Samsung Galaxy Fold 3, das neueste Foldable aus dem Hause Samsung, hat nämlich diesen S-Pen-Support. Somit möchte man wohl zweigleisig fahren im kommenden Jahr. Interessant ist auch, was den Release der Smartphones angeht. Denn so kam jetzt raus, dass man am 8. Februar das komplette Samsung Galaxy S22 Lineup vorstellen möchte. Und am Monat vorher, am 4. Januar, möchte man dann schon das Samsung Galaxy S21 FE vorstellen. Und dabei gab es ja auch schon einige Probleme, denn der Start wurde immer wieder verzögert, da es hier zu unterschiedlichen Problemen gekommen ist. So möchte man zumindest noch das Produkt auf den Markt bringen, bevor man dann im Februar die neue S22-Reihe vorstellt. Übrigens interessant auch, dass man in der S22-Reihe dann das normale S22 mit einem Formfaktor von 6 Zoll auf den Markt bringen wird und das lässt mich so ein bisschen vermuten, denn durch das Joint Venture, das Samsung mit Google hat, sucht man so ein bisschen den Nachfolger für das Google Pixel 5 und das könnte vielleicht das Samsung Galaxy S22 sein und damit haben wir endlich wieder ein kleines, kompaktes Smartphone am Start und darüber würde nicht nur ich mich freuen. Die Google Pixel 6 Geräte, falls ihr daran Interesse habt, schaut gerne mal hier oben vorbei, denn dort gibt es ordentlich Stuff, was die Smartphones aus dem Hause Google angeht. Nun, jetzt haben wir die Rückseite gesehen. Mir gefällt sie leider nicht und ich bin gespannt, wie gut das S22 Ultra wirklich werden wird. Denn kameratechnisch muss man sagen, das S21 ist immer noch top off und wohl das beste Smartphone, wenn es um das Thema Fotografie geht. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.